So, es gibt Tage, da ist Ostern und Weihnachten zusammen. Und so ein Tag ist auch heute bei mir. Ein 49er Kapitän vom Feinsten. Besser geht gar nicht. Fast ist die Garage schon zu klein, aber da schafft man sich ja immer Platz für. So, mach doch bitte mal die Haube auf. Baujahr 49. Dann müsst ihr euch einfach mal wegtun. So ein schönes, edles Fahrzeug und nichts zu meckern. Ich muss also nachher mal eine Beule reintreten, damit wir was zu meckern haben. Schon hier mit der geteilten Scheibe. Oder gerade wurde mir ein Detail gezeigt, das gibt es auf der Welt gar nicht. Habe ich nie gewusst. Jetzt passt mal alle auf. Jetzt haltet euch einmal ganz ruhig. Gibt es so was? Guck mal, guck mal, guck mal. Ich kurbel hier. Ich kurbel hier. Ist das nicht? Die Jugend würde sagen, das ist geil. Ist doch wunderbar, wa? Und hier gibt es wieder nichts, wo man meckern kann. Wie gesagt, nachher die Beule, die ich reintrete. Da kann man dann meckern, aber die trete ich weit weg, dass der Besitzer dann nicht sofort merkt, dass ich dann früh genug draußen bin. Und jetzt kommt der Plupp. Jetzt kommt der Plupp. Was? Da kriegt doch selbst ein Mercedes, wird doch da neidisch. Ach, guck doch mal an, dass es so was überhaupt gibt. Nee, nee, nee. Ja, so ein Sofa, ne? Da kann man doch schon ohne zu fahren drin sitzen und sich wohlfühlen. Ah, nee. Nee, also auch so die Details. Also ich sage hier, 49er Baujahr. Da hatten die in Deutschland erstmal noch ganz andere Probleme. Da hat Opel schon so ein feines Teil gebaut. Guck mal, geteilte Heckscheibe. Wo gibt es sowas, ne? Wo gibt es sowas? Nee, was schön. Schön. Ja, und hier, was jeder Oldtimer, wo kein Oldtimer-Besitzer vorbeigehen kann, wenn er auf dem Teilemarkt ist, die schönen Schilder und Bilder, die sind irgendwie immer schön, die gehören einfach in so eine Oldtimer-Garage. Ohne das geht es einfach nicht. Ne? Und. Oh, was hat denn da oben? Der zeigt TÜV Rheinland. Was ist das denn? Sind das? Ah, TÜV. Ach, TÜV-Tag, aber guck mal, da war er schon seit gefühlten 100 Jahren. Oder hier seht ihr auch, dass der Besitzer ein Säufer ist. Da seht ihr, da die Tasche mit den Teeflaschen drin. Ja, sowas muss man einfach haben. Wunderbar, ne? Und hier so eine gemütliche Ecke. Wo findest du die auf der Welt, ne? Wo findest du die? Weil deswegen kann man auch verstehen, dass ein Oldtimer Besitzer gar keine Lust hat, in der Kneipe rumzulungern. Der lungert lieber in seiner Werkstatt rum. Ne? Das ist wunderbar. Ne? Und nicht, dass ihr denkt, der Besitzer hätte nur so old Züch. Guck mal hier. Ne? Auch was Modernes hat er. Ah, ist das nicht schön? So eine. Ah, nee, 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 nee. Drei Stück hat er. Ist eigentlich ungerecht. Ich habe kein so ein Motorrad. Da muss ich mich eigentlich mal irgendwo beschweren gehen. Ich weiß nicht, wo man das kann, aber weil das ist ungerecht. Eigentlich müsste der Besitzer freiwillig sagen, da kannst du eine von heute noch mitnehmen. Und hier. Guck mal, ich will nicht fragen, ob er dafür irgendeinen armen Polizisten niedergeschlagen hat, um an diese schönen Teile zu kommen. Nee, 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 nee. Das ist alles nicht mehr normal auf der Welt. Das ist alles nicht mehr normal. Aber da sieht er ja natürlich, liebe Kucker, was man in so eine kleine Garage alles unterbringen kann, ne? Alles da, alles drin. Wunderschön. Nein. Und das ist, wie gesagt, sein neuestes Baby. Und ich kann nur gratulieren.